Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was lange währt, wird endlich gut. Passt doch. Was weniger lange währt, wohl eher nicht. So jedenfalls könnte man es durchaus für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sagen. Es ist schon auffällig, dass wir heute auf der Tagesordnung über einige Themen sprechen, die seit vielen Jahren hoch und runter diskutiert werden, wie eben über die Ehe für alle, über das Wissenschaftsurheberrecht, über die Störerhaftung. Und doch wollen einige am liebsten die ganze Diskussion jeweils wieder von vorne aufrollen. Auf der anderen Seite kann es hier beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, einem erst vor wenigen Monaten überhaupt in die Diskussion gekommenen, völlig neuartigen Gesetzesvorhaben, gar nicht schnell genug gehen. Natürlich hat Herr Maas recht, es gibt Probleme mit Hass und Falschnachrichten und eben auch der Rolle, die soziale Netzwerke da als Plattformen spielen. Die gibt es aber auch nicht erst seit gestern, und die sind unbedingt ernst zu nehmen. Gerade deshalb ist eine ernsthafte und gründliche Prüfung von Lösungsansätzen notwendig. Und genau das tut dieser Entwurf nicht. Und das konnte der Bundestag auch nicht in den letzten Wochen nachhaltig bessern. Dabei will ich nicht bestreiten, dass der Änderungsantrag der Koalition einige deutliche Verbesserungen mit sich bringt. Für die war ja auch, wie angedeutet, sehr viel Luft. Es sind einige handwerkliche Probleme beseitigt, es sind einige Stellen behoben, an denen der Entwurf weit über das hinausgegriffen hätte, was zu seiner Begründung angeführt wird. Als er uns zuerst vorlag, war eines unserer wichtigsten Probleme, worauf richten wir eigentlich unsere Kritik? Was sollten wir kritisieren? Denn wir hätten uns in dem Falle ja auch in Details verlieren können angesichts der großen Masse zu kritisierender Gegenstände. Der jetzt vorliegende Entwurf gibt uns zumindest die Chance, es ganz auf den Kern des Problems zu bringen. Den will ich anhand des neuen Entwurfs daher noch einmal sehr deutlich sagen. Immer noch verpflichten Sie Netzwerke darauf, bestimmte Inhalte innerhalb von 7 Tagen zu löschen, wenn sie sich nicht hohen Bußgeldern aussetzen wollen. Davon gibt es zwar jetzt Ausnahmen, so zum Beispiel, wenn die Strafbarkeit von bestimmten Umständen abhängt oder wenn eine Einrichtung der Selbstregulierung eingeschaltet wird. Aber auch die soll dann in 7 Tagen entscheiden. Und bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, die sollen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, da darf diese Selbstregulierung nicht stattfinden. Damit werden den Plattformen teils sehr schwierige rechtliche Entscheidungen auferlegt. Rechtliche Entscheidungen, bei denen eigentlich nur die Löschung am selben Tag tatsächlich Sanktionsfreiheit garantiert. Dass Sie im Zweifel auch rechtmäßige Inhalte sozusagen sicherheitshalber dann löschen, das liegt doch auf der Hand. Und das gilt auch dann, wenn die Koalition sagt, sie wolle erst im Wiederholungsfall und erst nach dem Nachweis von strukturellen Defiziten sanktionieren. In Anbetracht der Bedeutung, die soziale Netzwerke heute für unsere Kommunikation haben, wäre dieser Vorgang beunruhigend. Und es werden außerdem Abwägungen und Entscheidungen über Strafbarkeit, für die eigentlich Gerichte zuständig sein sollten, nach wie vor in die Hände von Privaten gelegt. Deren Macht über unser Kommunikationsverhalten wollten wir doch aber gerade eingrenzen. Es gibt also, lassen Sie mich das noch mal festhalten, durchaus sinnvolle Teile des Gesetzes. Auch Vorschriften zur Erreichbarkeit der Netzwerke, zu Transparenz und Berichtspflichten und auch zur Strukturierung von Beschwerdeverfahren hätten wir uns wohl relativ schnell einigen können. Das, was darüber hinausgeht, können wir aber in dieser Form nicht mittragen. Ob es verfassungsrechtlich, europarechtlich überhaupt am Ende trägt, bleibt noch offen. In jedem Fall kann dieses Gesetz nicht als Schlusspunkt einer Debatte stehen bleiben. Wir werden in der nächsten Wahlperiode ganz sicher erneut darüber und umfänglich beraten müssen. Und selbst die Koalition hat das im Ausschuss jeweils schon zum Ausdruck gebracht. Danke. Das Wort hat nun die Kollegin Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion.